Wie läuft eine Lead-Straffung ab? Das ist das Thema des heutigen Videos. Mein Name ist George Stergio. Ich bin der leitende Arzt hier der Abteilung für Gesichts- und plastische Chirurgie der Praxisklinik Urania in Zürich in der Schweiz. Das heutige Thema ist, wie läuft eine Lead-Straffung ab? Ich habe schon an anderer Stelle, das heißt in anderen Videos meines Videokanals zum Thema Lead-Straffung, Lead-Operation gesprochen, aber heute möchte ich ein bisschen ins Detail gehen, was die Abläufe sind während einer Operation des Leads. Es gibt Leute, die brauchen nur eine Korrektur des Oberlides, das sind überschüssige Hautanteile, die wie eine Scheuklappe das Gesichtsfeld auch beeinträchtigen können. In der Regel werden diese Patienten bei mir am Morgen empfangen. Wenn es nur um die Oberlider geht, müssen sie ja nicht mal nüchtern kommen, weil wir machen diese Operation in Lokalanästhesie. Ich werde die Patienten bitten, mit mir auf den Untersuchungsstuhl zu sitzen, in einer aufrechten 90-Grad-Position und in einer 45-liegenden Position. Ich markiere mir dann den oberen und den unteren Schnittrand. In der Regel ist es eine schwalbenschwanzartige Figur, die entfernt wird. Ich messe den Abstand von der Lidkante bis zur neuen Lidfurche. Das sollte bei der Frau nicht mehr wie 8 oder 9 mm sein und beim Mann nicht mehr wie 5 oder 6 mm. Wir werden dann dieses Hautareal, das ich wegschneiden möchte, werde ich dann mit einer Pinzette fassen und werde den Patienten bitten, dass er den Lidschluss macht. Weil das größte Problem, was hier passieren kann, ist, dass ich zu viel Haut wegnehme und der Patient Mühe hat, die Augen zu schließen. Also dann werde ich, wie wir sagen, pinchen. Das heißt, ich werde diese Pinzette nehmen, dieses Hautareal fassen, oben und unten. Und wenn der Patient ohne Mühe, mühelos den Lidschluss machen kann, in allen Segmenten, dann werde ich das entsprechend einzeichnen und diese Figur dann so vorbereiten, auf beiden Seiten, dass ich das wegschneiden kann. Nach der Einzeichnung wird der Patient bei uns in den ambulanten Operationssaal geführt. Es wird klassisch abgedeckt, das heißt, wir müssen schauen, dass wir sterile Verhältnisse haben. Es wird ein Lokalanästhetikum, das heißt eine kleine Spritze, durchgeführt, ähnlich wie beim Zahnarzt. Die Haut wird betäubt. Der Patient ist absolut ansprechbar. Er braucht keine zusätzlichen Medikamente. Er wird zwar monitorisiert, das heißt, wir haben ein Gerät, das Blutdruck, Puls und auch Sauerstoffsättigung messen kann während der OP, ist aber nicht zwingend. Es ist ein absolut ambulanter Eingriff, der in der Regel nach einer Stunde für beide Lider beendet ist. Wir brauchen natürlich Gerätschaften dazu, um die kleinen Blutungen zu veröden. Das wird bei uns elektrisch durchgeführt und am Schluss wird vernäht mit einem nicht resorbierbaren Faden. Das heißt, es ist ein Faden, der nach 6 bis 7 Tagen entfernt werden muss. Es kommt ein spezieller Verband drauf, den kann ich nach einem Tag wechseln, ist aber auch nicht zwingend. Aber spätestens nach einer Woche ist der Verband und der Faden weg. Falls ihr euch wirklich jetzt für eine seriöse und professionelle Beratung im Bereich der Lidoperation interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr einen kostenlosen Beratungstermin in unserer Sprechstunde nehmen würdet. Die Kontaktdaten sind unten in der Videobeschreibung aufgeführt. Nun, Komplikationen. Wie gesagt, Komplikationen der Oberlider. Zu viel Haut wurde weggeschnitten. Der Patient kann das Lid nicht schließen. Ist nicht eine totale Katastrophe, ist korrigierbar, es braucht ein Hauttransplantat oder einen Verschiebelappen. Also diese Komplikation kann korrigiert werden, sollte aber nicht vorkommen. In meinen Händen absolut nie passiert, wird auch nie passieren, weil ich mit dem Patienten während der Operation und vor der Operation die entsprechenden dynamischen Einzeichnungen mache, wo ich sehe, wie es funktioniert mit dem Lidschluss. Wenn es jetzt um das Unterlid geht, ist die Situation ein bisschen anders. Im Oberlid, haben wir gesagt, nehmen wir Haut weg, manchmal auch ein bisschen Muskel- und Fettanteile, aber in aller Regel ist die Haut im Vordergrund. Im Unterlid haben wir auch die Situation, dass wir auch viel Fettüberschuss haben
Und wenn wir das Fett wegnehmen, haben wir natürlich auch den Hautüberschuss. Eine kombinierte, komplexere Geschichte. Und weil wir eine Komplikation, die spezifisch mit der Unterlidoperation zusammenhängt, hier vermeiden wollen, nämlich einen Narbenzug nach außen mit einer unschönen Form des Auges, wird auch eine spezielle Naht durchgeführt. Das heißt, wir nähen das Unterlid, das neue Unterlid, auf die Knochenhaut der Augenhöhle, damit das Unterlid gesichert ist. Eine sogenannte laterale Kantopexie. Ich werde vor der Operation ganz genau 2 mm unter der Lidkante hier einzeichnen, wie ich den Schnitt durchführe und den Schnitt auslaufend in einer bestehenden Hautfalte legen, sodass man die Narbe dann wirklich praktisch nicht mehr sieht. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn ich diesen Schnitt hier so durchgeführt habe, werde ich dieses ganze Hautareal nach außen klappen können. Und dann habe ich Sicht auf diese Fettareale und auf den Muskel. Ich werde zuerst diese drei klassischen Fettdepots, wie wir sagen, entfernen. Ich werde eine minutiöse Blutstillung durchführen, weil wir ja die gefürchtete Komplikation der Nachblutung nicht wollen. Auf das komme ich dann noch spezifisch dazu. Also diese Fettdepots werden entfernt, es wird eine Blutstillung durchgeführt und dann wird die überschüssige Haut gespannt und entsprechend abgeschnitten, dass es eine wirklich straffe Haut und eine schöne glatte Situation unter dem Unterlid gibt. Es wird eine schöne Naht dann auf die Augenhöhle platziert und am Schluss wieder eine fortlaufende oder eine Einzelknopfnaht durchgeführt, welche nach 6 bis 7 Tagen entfernt wird. Auch hier genügt eigentlich ein kleiner Verband, der am nächsten Tag, aber spätestens nach 6 Tagen wieder entfernt wird. Das Unterlid, habe ich gesagt, ist ein bisschen eine aufwendigere Operation. Darum führe ich das Unterlid lieber in einem Dämmerschlaf durch. Wir können die gesamte Operation, das heißt Ober- und Unterlider, in einer Operation durchführen, das heißt gesamthaft in einem Dämmerschlaf, sodass es für den Patienten absolut angenehm und schmerzlos ist. Falls euch dieses Video etwas gebracht hat im Zusammenhang mit der Lidoperation, auch technisch, die Schritte, dass ihr verstanden habt, was macht Dr. Stergio im Oberlid, was macht Dr. Stergio im Unterlid, wo sind die Gefahren, wo sind die Komplikationen, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Falls es euch nicht gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach unten. Ansonsten freue ich mich über Fragen und Anregungen, die ihr unten einbringen könnt. Falls ihr meinen Videokanal abonniert, freue ich mich natürlich speziell. Ihr bekommt wöchentlich Informationen zum Thema Schönheitschirurgie und ästhetische Medizin. Aus Zürich grüßt Dr. Stergio. Thank you.